Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Meister Detektiv Pikachu. Oh yeah, im letzten Part haben wir, mein Sound stimmt das Licht ab, danke, haben wir uns in den Lichteltunnel aufgegeben, haben Emilia und irgendjemand anders kennengelernt und ja, müssen jetzt das Rätsel und Drift Zeppelin lösen. Und ich würde sagen, wir machen das mal. Finde, in welchem Tunnel steckt das Drift Zeppelin? Auf meinen Stift. Did you hear some testimony? That tells you where Driflim is by any chance. Das von, was hast du gesagt, in Leben im Tunnel ganz links. Die bestätigen ja das hier. Ladung zu suchen. Die Aussage nützt mir gar nichts. Pokémon, ich immer im Nachbartunnel der Lichtel auf. Das heißt, Drift-Zeppelin sind hier. Und die FM sind dann hier. Aber wieso? Die Lichtel sagen ja, die Lichtel leben im Tunnel ganz links. Also leben die ja hier. Das Driftlon, der Drift, die Driftlon halten sich immer im Nachbartunnel der Lichtel auf. Das heißt, es muss ja dann hier sein. Wow. That's right. And so from those three accounts, we should be able to figure out which Pokémon is where. And we'll know which Pokémon is in each hole, which will be very helpful. Lichtel ist hier. Drift Zeppelin ist hier, aber. Obwohl, nein, warte, das ist hier, das ist da. Yes, that's exactly where Driflim is. Let's tell Noibat and then speak to Driflim. Driftzettel ist im rechten Tunnel. Ja, das ist für dich. Es sagt, wir dürfen durch. Warte, du wartest du kurz hier, werde ich Driftzettel suchen gehen. Alles klar, aber sei vorsichtig. Ey, trifft Zeppeli, aufwachen! Ich kann die Stimme nicht mehr. Trifft Zeppeli, schwebt wohin der Wind es weht. Geschafft, jetzt kommt trifft Zeppeli, großer Auftritt. Toll! Trifft Zeppeli, wir wollen aus dieser Höhle raus. Wärst du es uns dabei zu helfen? Trifft? Kollekt, unsere Gruppe besteht aus drei Menschen und mir. Trifft? Was sagst du da? Der Wind ist zu schwach. Zeppeli! Verstehe. Momentan leichte Brise reicht ihm nicht, um die Höhe zu, um an Höhe zu gewinnen. Er braucht einen starken Wind dafür. Und wo sollen wir den herzaubern? Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Die Freiheit ist schon fast zu greifen da. Ich kann die Stimme von Pikachu nicht mehr. Well, we finally found Driftlum. Now, if we can just get the wind to blow, we'll be able to get out of here. Durch das Loch in der Decke sollten wir entkommen können. Überprüfen wir, welche Pokémon das ist. Das Video zeigt, finden wir Drift Zeppelin und bitten es um Hilfe. Wir brauchen noch einen starken Wind, um hochzufliegen. I'm feeling a very slight breeze. But where could it be coming from? Ich würde sagen, von dem Fluss aus. Sind keine Streiche spielt, kommt von dort hinten ein Luftzug. Wäre diese Lüftchen noch etwas stärker, könnte das Zeppelin nutzen, um zu fliegen. Schon, aber solange wir nicht über den Fluss können, hilft uns das leider herzlich wenig. Das klingt schon fast wieder so negativ. Knifflige Probleme zu lösen, macht die Detektivarbeit doch erst richtig reizvoll. Meisterdetektiv Pikachu hat gespreakt. Also dann, wir sollten auch mit Drift Zeppelin, Emila und Maiko reden. Maiko, Alter, das klingt so nach einem Microsoft. M, kann ich euch noch zu irgendwas befragen? Nö. Kann ich euch da oben zu irgendwas befragen? Kann ich dich noch zu irgendwas befragen? Nope. Ein schöner blauer Stein, nimm den doch mit, du Kacktyp. Ich will das Lichtel nicht weiter befragen. Phönontor. Das ist garantiert auch wichtig. Das ist garantiert auch wichtig.
Was kannst du uns über die Höhle erzählen? Trieft. Es sagt, in letzter Zeit kämen hier immer mehr Menschen vorbei. Die Höhle scheint echt ziemlich beliebt zu sein. Aber um diese Uhrzeit zieht es außer uns offenbar niemand hierher. Kannst du uns was über den Bach da hinten erzählen? Trieft. Er sagt, es könnte den Bach nicht überqueren, weil dort starke Gegenwinde herrschen. Oh, so ist das also. Mit euch muss ich reden, also nicht mit euch zurück. Zuletzt. Gut. Inzwischen bin ich zuversichtlich, dass wir uns bald hier rauskommen. Wir brauchen einen starken Wind, um die Höhle zu verlassen. Weißt du vielleicht, wie wir hier für mehr Wind sorgen können? In den meisten Höhlen gibt es viele kleine Öffnungen, durch die Wind ins Innere gelangen. Aufgrund ihrer Größe können sie jedoch sehr leicht durch alle möglichen blockiert werden. Verstehe, dann muss ich also nur eine blockierte Öffnung finden und sie freilegen. Genau, damit solltest du es schaffen, für etwas mehr Wind zu sorgen. Vom anderen Ende des Bachs scheint eine leichte Brise herzuwehen, aber du weißt nicht, wie du dorthin gelangen sollst. Genau, Schwimmen kommt nicht in Frage, oder? Auf keinen Fall, Flusswasser in Höhlen wie diese ist eiskalt, du würdest erfrieren. Mach dir mich keine Sorgen, mir geht es gut. Wir brauchen einen starken Wind, um die Höhle zu verlassen. Weißt du vielleicht, wie wir hier mehr entsorgen können? Ich kann eine leichte Brise spüren. Ich glaube, sie kommt vom anderen Ende der Höhle. Oh, du hast recht, ich weiß. Aber da hinten ist dann bestimmt gefährlich. Gib bitte kein unnötiges Risiko ein. Der Wind kommt vom anderen Ende der Höhle, aber da ist leider ein Bach im Weg. Das ist natürlich ein Problem. Wie breit ist der Bach denn in etwa? Um die 5 Meter, würde ich sagen. Verstehe, ist natürlich zu weit, um einfach drüber zu springen. Allerdings, außerdem bin ich eher für geistige Höhenflüge bekannt als für sportliche. Ich wollte gerade sagen, es wird Pikachu. Wie sieht's aus? Hast du eine zündende Idee, wie wir über den Bach kommen? Überspringen, einfrieren, fliegen. Also, come on! Wie wär's, wenn wir den Bach einfrieren und dann einfach drüber spazieren? Die Idee gefällt mir. Fedotor scheint es ja auch wieder besser zu gehen. Komm, wir bitten es um Hilfe. Ich frage. Ja, fragen kann nicht schaden. Fenotor, wir hätten da eine Bitte an dich. Du bist zwar noch etwas geschwächt, aber wir müssen auf die andere Seite des Baches. Könntest du ihn für uns mit deinem Eisstrahl einfrieren? Fenotor! Oh echt? Na dann schon mal danke. Fenotor sagt, es wird sein Bestes geben. Wieder gespeichert, Gott sei Dank. So, Fenotor, zeig uns, was du kannst. Wir zählen auf dich. Fenotor! Wow. Alles in Ordnung mit dir? Es ist definitiv noch nicht wieder ganz auf der Höhe. Vielen Dank für deine Hilfe, Fenotor. Ruh dich jetzt erstmal aus. Ja. So, jetzt können wir endlich über den Bach. Aber Vorsicht, das Eis ist spiegelglatt. Hey, Tem! Tem, hey, Tem! I'm the great detective Pikachu! Tem, go ahead and shout something too. It's really fun. Du stinkst! Pikachu. Wieso war mir klar, dass er aufs Maul fällt? Nochmal vielleicht? Schade. Hier, aus diesem kleinen Loch strömt Luft. Perfekt, wenn wir die Wand einreißen und das Loch vergrößern, sollte der Luftzug noch ein wenig stärker werden. Die Wand einreißen, wie sollen wir das denn anstellen? Das sind wieder deine grauen Zellen gefragt, wie können wir das bewerkstelligen? Ich würde sagen, mit Fenotors Hilfe... Könnte Fenotor die Wand nicht mit seinen Attacken einreißen? Ausgeschlossen, du hast ja selbst gesehen, wie fertig es ist. Lass ihn in seiner Ruhe. Wir können mit unseren Händen graben, um das Loch zu vergrößern. Graben ist schon mal keine schlechte Idee, aber mit den Händen wird es zu lange dauern. Stimmt. Ruf doch Grabbit, er ist doch dieser Meister-Grabber. Wie wär's, wenn wir ein Werkzeug basteln? Das klingt als sehr da. An was für eine Art Werkzeug hast du gedacht? Zum Graben würde ich eine Schaufel eignen. Stimmt, aber ich glaube nicht, dass wir hier Material für eine Schaufel finden werden. Oder es klingt ja, als hättest du die Umgebung schon eingehend untersucht. Na Logo, ich bin schließlich ein Meisterdetektiv. Aber mit dem Material in der Höhle könnten wir ja ein anderes Werkzeug bauen. Welches denn?
Eine Spitzhacke? Eine Spitzhacke? Bist du dir sicher, dass wir das hinkriegen? Klar, du wirst schon sehen. Also, alles, was wir brauchen, ist für eine Spitzhacke. Vergiss nicht, wir müssen uns mit der Diebe helfen, was wir in dieser Höhle finden. Also, was brauchen wir, um Spitzhacke zu bauen? Ein Gegenstand, mit dem man graben kann? Bingo! Irgendwas, was hart und spitz ist. Ich schaue mich mal nach etwas Passendem um. Benötigen wir denn sonst etwas? Ja, wir bräuchten noch einen Griff. Es sollte gerade sein und gut in Händen liegen. Lange sollte er auch sein, um für ausreichend Hebelwirkung beim Graben zu... Alter, der kennt sich sogar mit Hebelwirkung aus, bitte. Was? Das ist echt ein guter Ding. Alles klar, wir brauchen also etwas, was lang und gerade ist und so wie uns ist und so wie gut in den Händen liegt, okay? Ach ja, und zu guter Letzt fehlt uns noch eine Schnur, um alles zu... Okay, klar, ich mache mich sofort auf die Suche nach diesen drei Sachen. Wie vergrößern wir das Loch in der Wand? Okay. Flieg auch auf die Fresse, schade. Ein Seil. Ich wette, ich kann mit denen allen reden und die geben mir Tipps. Wetten wir? Eine Spitzhacke, weil so vielleicht wie wir weiter für die Spitzhacke finden können. Nicht Lichte. Er fragt, ob wir kleinen Steinen helfen könnten, wenn sie überall rumliegen. Anscheinend vertreibt es sich an die Zeit, um Wasser springen zu lassen. Oder das haben mein Dad und ich früher auch immer gemacht. Ich glaube, auf dem Weg hier ein paar Steine auf dem Boden gesehen zu haben. Ja, ich weiß auch, wo genau sie sind. Ich weiß zwei von drei Materialien. Also vielleicht, wo wir Material für die Spitzhacke finden können. Es scheint ein Felsen, den sie vorhin auf den Kopf gefallen hat, ist ziemlich hart gewesen. Diese Felsen fielen vorhin durch die Öffnung in der Dach, oder? Das hat sich sehr weh. Können wir euch auch reden, aber ihr sagt wahrscheinlich alle dasselbe, oder? Also mit der Spitzhacke, Ems. Dabei helfen wir dir mehr Süßigkeiten geben. Tut mir leid, aber ich habe keine mehr. Das habe ich eher gesagt, wenn ich irgendwie gerne und so schon. Okay. Driftloon. Also vielleicht, wo wir Material für die Spitzhacke finden können. Loon. Es weiß nicht mal, was eine Spitzhacke ist. Ja, Programming auch nicht alles, sondern so flunky Programming besonders. Okay. Meine Stimme ist wirklich hübsch, aber es sieht nicht besonders hart aus. Blau funkelnder Stein. Ich wollte noch ganz geil gesagt, heb diese Kacksteine mal auf. Es empfiehlt die Steine, die hier unter dem Boden herumliegen. Soll die Spitzhacke eingehen, lassen die Steine erstmal aufsammeln. Blablabla. Da ist noch ein Stein. Dein kleiner Stein. Ein Kleinstein! Oh mein Gott, wie sweet. Licht hell, also zusammen oder so, Felsen erwischen wurde, blablabla, und wenn er gezogen wurde, dann seine blablabla. Ich hab das gerade geglitzert, also, warte mal. Nutzen Sie einen spitzer Stein, meine Spitzhacke, Teil 1. Drift! Wo wir Material für eine Spitzhacke finden können, Drift, sind wir gedacht, meine Werkzeuge für Mensch hat es nicht am Hut, ja. Ihr mich auch, macht noch. Spitzhacke, ich versuche eine Spitzhacke zu besorgen, aber so vergrößert als auf letzten Weg gesehen. Und dann eine Spitzhacke behalten könnte, Material für eine Spitzhacke, vielleicht so ein paar brauchbare Steine. Ja, gute Idee, aber zusätzlich brauche ich noch einen Griff und eine Schnur. Hm, verstehe, wie mit meinem Gürtel könnte ich den vielleicht anstatt eine Schnur verwenden? Ein Gürtel? Jetzt hat es sich ausgezogen, wie nice. Ulala. So, und ich versuche eine Spitzhacke zu stellen, noch einmal zu vergrößern. Wow, gute Idee, manchmal wie du denkst. Ja, so gut helfen könnte. Leider, ich habe eine Kamera mitgebracht. Gegner, das ist so brauchbar, das ist in Ordnung, um zu sehen. Ich weiß schon, aber ich will mit allen. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil ich eigentlich weiß, was ich brauche. Und ich weiß auch, wo es ist zum Teil, aber. Ich will ehrlich gesagt versuchen, möglichst alles mitzunehmen. Ja, Pikachu gleich. Sie hat sich ausgezogen, Leute. So, nehmen wir das Zeit, meinen Blick in den Zipfelblock zu werfen. Ja. Nein, habe ich noch immer doch schon. Let's look for materials to make a pickaxe. Stock. Stein. Seil. Nice. Your pickaxe is complete. With that, we can tear down this wall. Spitzhacke fertiggestellt. Yes, so. Hoffentlich funktioniert es. Gute Idee, aber vergiss ja nicht, die Gürtel später wieder Emily zurückzugeben. Aber natürlich, was denkst du denn von mir? Schapizake? Wo ist die Schapizake? Sieht wirklich sehr improvisiert aus, ne? Kann ich mit denen noch irgendwas besprechen? Nee. Kann ich mit denen irgendwas besprechen?
Mit dir irgendwas besprechen? Nope. Nöpsi. 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 Alter. Nöpsi, Nöpsi, Nöpsi. Mit dir kann ich auch nichts besprechen. So schon mal. Hey, quit it! Where are you trying to take me? Put me down! Wie geil. Und eins und zwei und drei. Ich dachte schon, dass ich die ganze Zeit A drücken muss. Gute Arbeit jetzt. Wer weht ein ordentliches Lüftchen durch das Loch? Das sollte uns helfen, hier rauszukommen. Ja, aber über Dead haben wir leider nichts herausgefunden. Würdest du? Was hier passiert ist, war doch mächtig verdächtig. Willst du damit etwa andeuten, dass unter dem Wutausbruch von vielen unter mir steckt? Schwer zu sagen, die Ereignisse hier haben aber auf jeden Fall viele Fragen aufgeworfen. Aber jetzt sollten wir erstmal die Biege machen. Gehen wir zu Emily und Merkur. In Ordnung. Es speichert. Kann ich mit euch jetzt nicht irgendwas talken? Mit dir irgendwas talken? Nee. Kann ich mit dir irgendwas talken? Nee. Was sagst du? Dear Tim, how about you try your luck? What's it gonna be? Heads or tails? Kopf. Hey, you guessed it right. It seems that Lady Fortune is with you today. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung funktioniert doch, Wahrscheinlichkeit von 50-50, also bitte, da muss ich nicht lange rechnen, also unterstellt mir nichts Falsches. Oh, look at this. Hey, Pikachu. It's fine. What are you doing? Okay. Hurry up or it's gonna leave. Oh, sorry. Oh, what's this? Huh? What? You know, you could have just told me you wanted to get up on my shoulders. That's no fun. So, Driplin, we're counting on you. Sieht aus, als hätte eine Waffe dabei, die Maike. 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 Wir sind mit Driplin Hilfe aus der Hülle entkommen. Am nächsten Tag brachte mich Pikachu in sein Stammcafé, das sich direkt über dem Detektivbüro Baker befand. Unter, nicht über. Kann ich lesen. I hat Kaffee und das ist Capaloris Olombre. Pablo Milan, Besitzer des He hat Cafés. Finally a break, huh? The coffee is great here. Hey, Pikachu. Oh, do you two work together at the agency? No. My name's Tim Goodman. I'm Harry's son. And it's, nice to meet you. So you're Tim, huh? Well, I'm Pablo. Hi. Ludicolo here is our waitress. Kellnerin. Come on, Ludicolo. You can't greet someone properly with coffee cups still on your head. Capaloris, schusselige Kellnerin. Cui Kellnerin, alter mio. Muchacho. So, any news about Harry? No, they still haven't found anything. Well, that's Harry. I'm sure he'll pop up unexpectedly someday. Yeah, I'm sure you're right. Here you are. Thank you, Pablo. Pikachu, need milk or sugar? Nah, no thanks. This coffee smells so good. Oh. Oh, you're right. Delicious. I know. It has the best aroma. As well as pleasant acidity, along with the bitterness and balanced body. Once you drink this, you won't be able to go to other cafes. Mm. You know, my dad loved coffee too. You're like him that way. Oh yeah, was haben wir? Nem Baker und Pablo. Hier hat Kaffee, aber die Informationen sind noch nicht weg. Hier noch irgendwas Neues bekommen? Nee. So, was hast du mit sich? Ah, das Detektivbüro Baker befindet sich direkt über meinem Café. Das hat es nicht lange gedauert, bis Harry hier Stammgast wurde.
Ich wusste zwar, dass er seinen Sohn hat, aber nicht, dass du schon so groß bist. Harry macht immer so einen jüngeren Eindruck. Ein Jüngeren. Meine Mom würde jetzt sicher sagen, dass das nicht mit seinem Aussehen zu tun hat, sondern allein seinem kindischen Verhalten zuzuschreiben. Deine Mom hat ihn voll und ganz durchschaut. Sorry, das finde ich gerade lustig. Aber Leute, der Part geht schon lang genug. Wir sind schon bei fast 21 Minuten. Das heißt, ich werde den Part hier beenden. Und morgen gucken wir uns fertig hier um. Und damit ist auch schon die erste Woche von Let's Play Meister Detektiv Pikachu vorbei. Und ab Montag geht das ganz normal weiter um 20 Uhr mit Meister Detektiv Pikachu. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend noch, schönen Tag. Genießt euren Kaffee. Geht ins Seahut Café, genießt euren Kaffee, lasst euch von Capillaries mit Kaffee und Tee übergießen und dann redet mit dem Takte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bye, Leute!